Herzlich willkommen zurück zu mir. Ich konnte mein Versprechen leider nicht halten. Ich war so ungeduldig und musste jetzt direkt noch eine Folge aufnehmen, sodass ich nicht gewartet habe, bis mein Glas komplett verbrannt ist hier drin. Also das dauert noch ein wenig. Zwei Stacks habe ich erst. Da müssen wir uns noch ein wenig in Geduld üben. Ist aber auch nicht schlimm, denn wir haben ja auch noch andere Sachen zu tun. Und deswegen dachte ich, ich mache jetzt trotzdem schon die Aufnahme. Dich behalten wir nochmal. Also, wir bauen dann dennoch schon mal an unserem Gewächshaus weiter, auch wenn wir da jetzt noch nicht komplett das Glas einziehen können. Ist das aber überhaupt nicht schlimm. So, das kommt auch weg. Hier und hier. Also, dann werden wir jetzt gleich uns zum Gewächshaus begeben. Hier aber erst einmal den Seed 6. Nehmen wir den hier. So, dann kann das wachsen. Und auch du gibst mir bitte einen tollen Potato Seed. 10, 10, 10 wäre cool. Haben wir 10, 10, 10. Ja, sehr geil. Also 6, 10, 9, 6, 10, 10, 8, 9, 10, 7, 10, 10. Dann ist der der schlechteste. 10, 10, 10. Ja, also extrem coole Sache. Und wenn wir jetzt hier ganz viele 10, 10, 10er haben, was bist du? Carrot Seeds, okay, dann muss ich da nicht mehr drauf achten. Hier noch ein bisschen. Wenn wir dann also viele 10, 10, 10er haben, das sind Weeds, dann können wir die in unser Gewächshaus übersiedeln. Aber einen haben wir da jetzt schon, das ist doch schon mal klasse. Ich denke, wir warten dann, bis wir 9 Stück haben. Ja, genau. So, die kommen alle mal beiseite. Jetzt wird's schon wieder Nacht. Geh doch runter! Hallo? So, dann legen wir uns einmal hin. Und werfen nochmal einen kurzen Blick in den Ofen und sehen, das dauert alles noch eine ewige Zeit. So, was ist hier gewachsen? Potato Seeds sind hier gewachsen. Ja, 10, 10, 10, das ist doch super. Gut. Wir haben noch ein wenig was. Eine Türe nehmen wir noch mit, oder? Ne, eigentlich brauche ich keine Tür. Ich dachte erst, ich würde das mit einer Tür begehen wollen, aber ich mache das doch ohne. Ja. Genau, also hier haben wir ja eine Tür und von hier geht es dann raus. Hier rüber und hätten wir das am Boden gar nicht ausheben müssen. So. Doch, müssen wir, weil so ist das ja doof. Oh no, keine Spitzhacke mehr. Ja, hier drin bin ich auch noch nicht weitergekommen. Aber das ist auch nicht so wild. Wir machen uns gerade eine neue Spitzhacke. Um dann da ein wenig weiterzukommen. Also die zwei nehmen wir mit. Das kommt weg. Und wie geht's euch so? Was macht ihr so? Weihnachten gut überstanden? Nein!
Nein, bin ich doof. Jetzt habe ich mir eine Axt gemacht. Wie bescheuert. Ich wollte gar keine Axt. Ich wollte doch eine Spitzhacke. Ja, das passiert. Also, ne, Weihnachten gut überstanden und so. Und schon mache ich wieder nur Kacke. Ja. So, ich habe in der nahen Zukunft was vor. Ich möchte eine, kann man das so sagen, eine Sprechstunde einrichten. Und zwar bin ich ja in einer, wie nennt sich das so schön, in einer Multi-Gaming-Community. Und zwar bei Team Rage. Ihr werdet es vielleicht schon mal gesehen haben oder der ein oder andere wird es wissen. Und dort haben wir natürlich auch ein Teamspeak. Und auf diesem Teamspeak will ich einmal in der Woche, also samstags von 19 bis 20 Uhr, für alle Leute da sein, die gerne mit mir sprechen möchten. Also in meinem Channel da bei Team Rage in dem Netzwerk auf dem Teamspeak. Genau, werdet ihr die Möglichkeit haben, vorbeizukommen. Also dann kommt da vorbei. Das wird, wie gesagt, immer samstags sein von wahrscheinlich 19 bis 20 Uhr. Aber ganz genau werde ich das dann euch noch sagen oder ihr werdet es halt merken oder es würde in der Videobeschreibung stehen, wie auch immer. Und dann könnt ihr alles das fragen, was ihr fragen wolltet und dann können wir halt ein bisschen Zeit verbringen miteinander. Ja, da gibt es dann für euch ein wenig die Möglichkeit, mir diese Fragen zu stellen, die euch so auf dem Herzen liegen. Und wenn das gut angenommen wird, würde mich das natürlich sehr freuen. Wollen wir mal schauen. Soll auf jeden Fall dann jetzt bald starten. So. Ihr könnt ja mal schreiben, ob ihr da generell Bock drauf hättet, dass ihr mich im Teamspeak habt oder nicht. Und dann werde ich das wahrscheinlich auch machen. So, das passt. Oh, hier komme ich dann in meinen hier rüber. Okay, wunderbar. Ja, also so ist das geplant. So will ich das machen. Vielleicht kommt das ja gut an bei euch. Und samstags die Zeit 19 bis 20 Uhr. Vielleicht wird das dann auch die Zeit irgendwann mal werden, in der ich streame. Oder vielleicht werde ich vorher von 17 bis 18 Uhr streamen und dann von 18 bis 19 Uhr vielleicht im TS noch sein oder wie halt auch immer, keine Ahnung, ich werde es ja sehen, was die Zeit so bringt und ja, ich habe da eigentlich Bock drauf, vielleicht ihr auch, schreibt das einfach mal in die Kommentare, ob ihr das wollt oder ob ihr das nicht wollt. Das Gute ist, ihr könntet dann auch gleich noch ein wenig mit den anderen Leuten aus der Community reden. Also wenn ich denn dann irgendwann weg bin, müsst ihr das Teamspeak nicht verlassen. Nein, dann joint einfach in anderen Channels und guckt euch da ein bisschen um, unterhaltet euch mit den Leuten, die sind alle super nett drauf. Und vielleicht findet ihr bei uns eine zweite Heimat. Jo. Es gibt doch nichts Schöneres, als hier ein wenig Steine wegzuklopfen. Und wie gesagt, ja, ich könnte hier meinen Turtle für nehmen und hätte das alles schön ausgraben können. Apropos Turtle, das, wo es mir gerade einfällt. Ich habe euch ja beim letzten Mal gezeigt, dass ich das Tunnelprogramm überarbeitet habe. Nein, nicht, ich habe das Tunnelprogramm überarbeitet, andersrum, sondern es wurde von einem meiner Zuschauer wurde es überarbeitet und ich habe das Ganze jetzt nochmal ein wenig überarbeitet, noch nicht so komplett final, wie ich das eigentlich vorhatte, aber ich habe die Toleranzgrenze ein wenig erhöht, ab wann der Turtle sich betankt, denn mir ist aufgefallen, je nachdem bei welcher Aktion der Turtle jetzt gerade war, 1, 2, 3, zack, und er dann keinen Treibstoff mehr hatte, hat er
unkontrolliert sich irgendwie blöd durch die Gegend bewegt. Das war ein bisschen blöd, deswegen habe ich jetzt die Toleranzgrenze für das Treibstofflevel ein wenig angehoben. Also, dass wenn der Turtle denkt, er hätte keinen Treibstoff mehr, hatte aber immer noch Treibstoff, um sich dann trotzdem noch bewegen zu können. Das hat ein wenig zu Irritationen geführt beim Turtle. Oh ja, da haben wir jetzt hier ein großes Loch, vielen Dank. Das habe ich angepasst und was ich auch noch angepasst habe, ist, dass der Turtle ja bislang, wenn er runterkam, hatte er immer noch so ein Muster in den Boden, also irgendwie so ein komisches Mosaik in den Boden eingraviert. Das habe ich jetzt auch behoben, also der Turtle wird jetzt nicht jeden zweiten Block unten noch abbauen wollen. Das war einfach ein Fehler meinerseits, weil ich beim Kopieren des Quellcodes, also das, wenn ihr euch den mal angeguckt habt, wenn der Turtle hochläuft, ist das ja im Prinzip der gleiche Code, wie als würde der Turtle runterlaufen, eben nur mit der Ausnahme, dass er dann einmal nach oben gräbt und einmal nach unten gräbt. Und wenn er nach oben gräbt, macht das ja Sinn, dass er oben alles weggräbt, um nämlich da dann ein Dach zu setzen, aber nach unten muss er das eben nicht mehr machen. Solange er erkennt, dass unten etwas ist, gräbt er nicht mehr. Also das hat jetzt dafür gesorgt, dass der Turtle unten nur dann den Block ausgräbt, wenn eben kein Block unter ihm ist. Oder halt auch dann gräbt er nicht. Aber dann macht er eben nichts mehr jetzt nach unten. So, das sieht dann ein wenig schöner aus, wie ich finde. Also das gefiel mir nicht. Hätte jetzt sagen können, das ist kein Bug, das ist ein Feature, dass er das so macht, aber nee, das war tatsächlich einfach nur Copy and Paste und dann war ich zu faul, das zu ändern. Oder ich habe es erst halt gar nicht gesehen. Ja, hat er jetzt geändert unter dem bekannten Pastebin-Code, wie ihr den auch in der Videobeschreibung seht, könnt ihr euch da jetzt die geupdatete Version runterladen und ja, da werde ich demnächst auch, wie gesagt, dann noch so ein paar andere Änderungen vornehmen. Aber alles erst dann, wenn ich die Zeit dafür finde. Und wann das so sein wird, das weiß ich jetzt so noch gar nicht genau, wann ich die Zeit habe, das alles zu ändern. Aber das ist ja auch nicht schlimm, das Tunnelprogramm läuft ja. Und ja. Ich dachte mir auch, für Advanced Turtles werde ich das vielleicht auch noch mit Touchscreen machen. Also, dass wir das nicht über Tastatureingabe regeln, wie hoch und wie breit und keine Ahnung was, sondern dass wir das mit der Maus oder dann eben, ja, eben mit der Maus, dass wir dann steuern können, was soll der Turtle machen. Weiß ich aber nicht. Wäre auch eh nur eine Spielerei, die nicht notwendig ist. Ob ich es mache, wir werden es sehen. Und andere Programme, ja, bin ich auch dabei. Ihr habt mir ja teilweise schon geschrieben, was ihr gerne sehen würdet für Programme. Nicht alles habe ich direkt verstanden. Aber es gibt ja glücklicherweise die Kommentarfunktion und von mir die Möglichkeit der Rückfrage. Und wenn ich dann was nicht verstehe, dann frage ich eben, wie ihr das meint mit dem Programm, was ich da schreiben soll. Ja, jetzt sind wir fast fertig hier. Dann müssen wir nur noch unsere Erde einsetzen. Und dann hätten wir zumindest die Felder schon mal klar gemacht, wo unser ganzes Essen wachsen soll. Und wenn wir unser Gewächshaus haben, also wenn das hier steht, dann setzen wir uns noch den Wassertank hier oben hin. Und dann wird es Wasserleitungen geben, die das Wasser auf die Felder mittels Sprinkler verteilen. Und dann brauchen wir nämlich auch keine Wasserfelder mehr hier drin zu haben. Wo wir dann nur immer darauf achten müssen, ist, dass wir genügend Wasser im Tank haben, weil ansonsten werden die Felder natürlich vertrocknen und das ist auf Dauer natürlich ein wenig unschön. Dann könnte das ein wenig blöd sein für die tollen Kartoffeln und so, die wir uns gezüchtet haben. So.
Und deswegen müssen wir immer darauf achten, dass wir genügend Wasser im Tank haben. Wenn wir das nicht haben, ja, dann müssen wir halt mal schauen, wie wir das insgesamt hinkriegen. Ich bin noch nicht ganz sicher. Aber ich hoffe einfach, dass es hier regnet und ich das nur übersehen habe. Aber jetzt die letzten Male, wo ich darauf geachtet habe, hat es hier bislang noch nicht geregnet. Ich weiß nicht, ob ich das Wetter ausgestellt habe in den Configs. Das könnte ja durchaus sein, dass ich das getan habe. Dann müsste ich mich auch nicht wundern, dass es nicht regnet. Da gucke ich am besten nochmal nach. Aber aktuell, wie gesagt, ich weiß es nicht. Gut. Das haben wir fast. Ich hätte jetzt auch nochmal nach dem Glas, so hätte ich nochmal schauen können. Und vielleicht setzen wir uns hier auch nochmal ein wenig Glas rein, damit zumindest die Zombies und so nicht mehr ungehindert hier in mein Gewächshaus kommen können. Also Spinnen können nach wie vor noch rein, die brauchen ja jetzt keine zwei Felder große Eingangstür, die klettern einfach nach oben und kommen dann so rein, aber zumindest Zombies werden aufgehalten und Creeper können nicht direkt zu mir kommen, allerdings explodieren die auch, wenn ich in der Nähe stehe. Also da sind die auch, da haben die überhaupt gar keine Berührungsängste mit. Und wie wir sehen, brauchen wir auch gar nicht so viel Glas wie befürchtet. Aber doch für das Dach brauchen wir noch einiges an Glas. Aber wir haben ja noch ein wenig was im Ofen. Und an sich haben wir noch genügend Sand in der Tasche, damit wir da weiterarbeiten können. Ich habe eigentlich vor, noch mal kurz runter zu gehen mit euch zu meinem Mining Turtle, damit ich euch einmal zeigen kann, wie das jetzt so aussieht mit dem Tunnelprogramm. Und ich bin ja auch selber mal gespannt, ob ich da irgendwie eine Programmzeile wieder übersehen habe, nachdem ich das jetzt überarbeitet habe, oder ob das ohne Probleme läuft. Das weiß ich nicht. Das werden wir uns gemeinsam angucken. Und wie viele Fackeln haben wir denn noch? 7. Das reicht nicht. Okay, auch hier müssen wir dann noch Fackeln setzen. Ja. Das werden wir dann schon noch tun. Da müssen wir uns die Fackeln auch noch bauen. Derzeit haben wir keine mehr in der Tasche. Okay, so, dann lassen wir das gerade mal so. Hier also unser Gewächshaus. Alles schön. Einmal kurz den Knopf drücken, um das Licht auszumachen. Und dann teleportieren wir uns zur Mine. Also, unser Mining Turtle ist hier. Und das Programm habe ich verändert. Da stand ich hier. Und ihr seht, ab hier hat der Turtle dann nicht mehr gearbeitet, also nicht mehr nach unten alles weggegraben, aber trotzdem die Kisten noch so gesetzt, wie er das machen sollte. Und das scheint aber auch so alles zu funktionieren, wie ich das geplant habe. So, aber er hat jetzt keinen Treibstoff mehr, oder? Oder ich war außer Range, ja, das kann natürlich sein. Also ihr seht hier oben rechts an der Karte, also in der Minimap seht ihr, dass ich relativ weit entfernt war. Und wenn ich außerhalb des Chunks bin, dann hört er auch auf zu laufen. Aber dann machst du das bitte nochmal. Dann
füllen wir uns mal eben auf. So, okay. Dann geht er wieder zurück. Also es funktioniert alles einwandfrei. Oben guckt er immer, ob da ein Stein drin ist. Wenn da oben kein Stein drin ist, dann setzt er da oben einen Stein, so wie wir das hier sehen, damit hier, das war so ein Test noch von mir, damit da keine Lava etc. runterkommt. Und nach unten macht er das eben nicht mehr. Also er guckt natürlich da auch noch, ob unten ein Stein vorhanden ist. Wenn er das nicht macht, dann eben wie hier, das war noch ein Test. Und ansonsten lässt er den Boden so, wie er ist. Jo. Das ist mein Mining-Programm. Ich könnte ja den Turtle, warte mal, auch in die andere Richtung laufen lassen. Dann gehst du mal bitte 1, 2, 3 Felder nach hinten. Dann drehst du dich nach links, dann machst du das hier weg. Kannst du hier hin? Okay, und dann können wir jetzt sagen, dann grab doch mal bitte 4 hoch, 4 breit, 100 lang, mit einem Abstand von 5 setzt du die Fackeln und wir starten. So, dann läuft er nämlich in Richtung meiner Heimat und dann kann er da vielleicht ein bisschen mehr abbauen, ohne dass er außerhalb des Chunks ist. Waypoint, Home. Gut. Na. Wer ist AD? Wo bist du? Da. Das soll es auch schon für heute gewesen sein. Glas tauschen wir selbstverständlich wieder aus. Wir nehmen uns hier noch ein wenig die Holzkohle mit. Und werden beim nächsten Mal dann unser Gewächshaus vielleicht schon vervollständigt haben. Und dann fangen wir an, dass wir uns um andere Dinge kümmern. Also dann, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss.